Ey, wir haben eine Frau. Ruhr? Hey, Ruhr ist doch bekannt, oder nicht? Ruhr ist doch sehr bekannt. Also, was heißt sehr bekannt, aber korrekt, wir haben Ruhr in der Liste. Woher kommt sie nochmal? Ich glaube, war sie Life is Pain oder bei Manuel? Von welchem Label kennt man sie nochmal? Ich weiß nicht. Oder vielleicht ist es eine andere Ruhr, aber glaube ich nicht. Life is Pain, ne? Aus dem Weg. Aber das ist schon, also natürlich, Rap La Rue kann auch schon größere Künstler so noch mehr einen Push geben. Aber das ist schon krass, dass du bei Life is Pain bist und dann, ja okay, aber Yavuz ist es bei Casey und der macht ja auch mit. Ne, das ist die, ne? Das ist doch Ruhe von Life is Pain. So viel zum Thema Newcomer. Ja, Bruder, jeder kann sich bewerben, was soll man machen? Mal gucken, ob die wild ist. Ehrlich gesagt habe ich keinen Song von ihr im Kopf jetzt gerade, deswegen ganz frisches Ohr, aber sie hat auch nur 28 Sekunden eingeschickt. Auch mutig, mal gucken. Aus dem Weg, ich brauch Geld für die Rente. Gangster gehen live und die Welt ist am Ende. Nehme euch Hops, denn ich kenn keine Grenze. Küsst meine Hand, hier kommt El Presidente. Rolle, rolle, rolle durch mein Viertel. Neue Fot. Ist nicht heißen El Presidente, La Presidenta eigentlich? Welt ist am Ende. Nehme euch Hops, denn ich kenn keine Grenze. Küsst meine Hand, hier kommt El Presidente. Rolle, rolle, rolle durch mein Viertel. Neue Fotzen wollen in mein Zirkel. Homies, komm mein Phone und geben Treffpunkt. Oh mein Gott, ich glaube, jeder kennt uns. Bin noch nicht ready to die. Komm im Pyjama oder im Prinzessinnenkleid. Rapper kling auf einmal so wie Destiny's Child. Ich dachte, wenn Hunde reden können, dann nur bei Family Guy. Nomenreime. Family Guy, Prinzessinnenkleid, Destiny's Child. Also wenn du nichts drauf hättest, hätte dich ja PA auch nicht gesigned so. Aber ich bin ganz ehrlich, das fand ich jetzt nicht so krass. Viertel auf Circle ist crazy. Hat die das gemacht? Viertel auf Circle? Da hab ich schon oft gehört, ne? Auch was mich, was mir so im Kopf geblieben ist, ist in diesem Anfang, ich nehme euch alle Hops, denn ich kenne keine Grenze. Das ist so, die ganze Line ist einfach ein Lückenfüller, so weißt du? Die hat keinen Zusammenhang so irgendwo. Fällt mir schwer gerade, ja? Ihre anderen Sachen sind viel besser. Warum kommt sie dann nicht mit den guten Sachen? Das frage ich mich ja, weißt du? Wenn sie wack wäre, dann hätte ein PA die ja nicht gesigned. Ich weiß nicht, bei welchem Datum wir sind, Leute. Hört auf zu fragen. Bei mir sind keine Daten. Hä? Was sollen wir machen, Chat? Aus dem Weg, ich brauch Geld für die Rente. Gangster gehen live und die Welt ist am Ende. Nehme euch Hops, denn ich kenn keine Grenze. Küsst meine Hand, hier kommt der Präsidente. Rolle, rolle, rolle durch mein... Auch der Beat ist wirklich 2004, Bruder, mit Maus gemacht, so. Mit Maus gemacht. Ja, das hat mich an meine Zeit erinnert, wo ich Fruity Loops angefangen habe, so. So, du hast in Fruity Loops so einen Scratcher und ich habe mit dem Maus so gescratcht und Scratches aufgenommen und dann unter Tracks geklickt und so. Das ist die, also der Beat ist so wirklich, Mein Viertel, neue Fotzen wollen in mein Zirkel. Homies, komm mein Phone und geben Treffpunkt. Oh mein Gott, ich glaube, jeder kennt uns. Bin noch nicht ready to die. Komm im Pyjama oder im Prinzessinnenkleid. Rapper kling auf einmal so wie Destiny's Child. Ich dachte, wenn Hunde reden können, dann nur bei Family Guy. Ich verstehe es nicht. Also willst du dabei sein oder nicht? Ruhe, weißt du, ich meine? Warum schickst du nur 28 Sekunden? Warum schickst du einen Song, wahrscheinlich nicht dein freshester ist? Muss ich von ausgehen, dass es nicht dein freshester ist, so. Da fand ich die andere zum Beispiel jetzt, weil wir hatten bis jetzt zwei Frauen. Die andere fand ich zum Beispiel viel, viel heftiger, so. Was machen wir alle? Ja, das Ende ist okay, aber der Anfang ist really not so good. Finde ich auch. Skills-mäßig habe ich ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Nam, 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 nam. Na, okay. Ich weiß, in welchen Ordner ich sie packe. Und ihr wisst nicht. Wenn jemand kommt von einem gestandenen Label, muss man schon kurz mal innehalten und überlegen, so, okay, was war jetzt der Plan genau, verstehst du? Ich würde nur das bewerten, was man sieht, dass es fair ist für alle, Bro. Ja, habe ich jetzt auch. Habe ich auch. Nein, nein, in meinem Kopf war aber nur so, ne? Dieser Gedanke, hä? So, vielleicht war das in ihrem Kopf, Bruder, ich bin ja bei PA gesigned. Vielleicht nehme ich jetzt nicht meinen härtesten Banger, weil ich komme eh weiter. Vielleicht nehme ich ein bisschen von der B-Ware und zeige damit meine Bewerbung, so, weißt du? Von welchem Datum fängst du an? Leute, hört ihr mir zu, bitte? Ich sehe keine Daten. Besser als manch andere, 100%. Die hat schon Vertrag, tut ein anderes in die Top 100. Das ist auch natürlich ein guter Punkt, ne? Wenn wir zum Beispiel am Ende bei der Endbesprechung jetzt vor der Top 100 wären und wir hätten da einen Künstler, der schon bei einem großen Label ist und die Entscheidung so, kommt er weiter oder jemand, der gleich gut ist ohne Vertrag, würde ich sagen, der ohne Vertrag, natürlich. Falscher Gedanke von ihr. Ja, safe, Bruder, du musst direkt von Anfang an überzeugen. Das ist meine Konkurrenz. Fuck, ich krieg Angst. So musst du machen, direkt von Anfang an. Ich glaube, Rap La Rue braucht keine Leute, die Reichweite hat, Digga. Rap La Rue hat Reichweite so krass ohne Ende. So. Also ich glaube nicht, dass noch so viele Moves gemacht werden jetzt nur für Reichweite. Okay, wir hören Ray. Durch zwei, hier gibt's Bombenpreis, deswegen Ortsverteilen macht die... Auch nur 30 Sekunden. Warum machen manche Leute nur 30 Sekunden so? Wenn du doch eine Minute schicken kannst, dann mach doch eine Minute, oder nicht? Ein macht die ganze Stadt heim. Leitung heiß wegen Big Moves und Big Geschäfte. Holy Glens bringen nonstop Kilos, ich grenze. Alles dunkel, keine Connect. Bewegt im Monat eine Tonne. Feinste Steine, feinste Knolle. Brüder beten Richtung Sonne. Mittendrin, wo Bella knackt die Kapsel.
rotzende Nase, was für Schlafen, ich bin hellwach. Boah, bisschen Flow gefressen, oder? In dieser Zeile, bisschen Flow gefressen, Bro. Drin, wo Bella, knack die Kapsel, rotzende Nase, was für Schlafen, ich bin hellwach. Kriege ich Führung mit Shatern, ganze Nacht kann ich schlafen, jag Profit oder Gangster. Wir jagen in der Nacht. Schade, dass du nicht die Hook gezeigt hast, Bro, weil wir hätten gerne mal gehört, so was du noch so musikalisch drauf hast, so melodientechnisch und sowas. Ich fand auch schade, so die Visuals passen, Bruder. Deine Stimme passt, die Energie passt. So, sehr nice Straßending. Aber manche Reime waren wirklich nicht so geil. Und guck mal, es sind nicht alles Reime. Guck dir einen Haftbefehl an. So, was reimt der, Bruder? Weißt du, ich meine? Aber Haftbefehl hat so viel Einzigartigkeit, dass es den Leuten scheißegal ist, Digga. So, und na, hier halt noch nicht so, weißt du, ich meine? Und zwei Flowfehler? Schon ein bisschen hart, Bruder. In 30 Sekunden zwei Flowfehler. Die Reime waren nicht sehr geil. Der Block durch zwei, hier gibt's Bombenpreis, deswegen Ortsverteilen macht die ganze Stadt teil. Leitung heißt. Und du fängst ja an mit geilen Reimen, ne? Bombenpreis in das Ort verteilen. Und dann macht die ganze Stadt high. Hä? Besonders die letzte Bar von einem Vierer oder so, der muss am meisten knallen. Und da hast du dich entschieden, der Reim muss gar nicht mit. Scheiß auf den Reim, so. Fand ich ein bisschen strange und schade, Bruder. Weil die Energie hat mir sehr gefallen. Fand ich jetzt nicht so rund, Bruder, ehrlich gesagt, ja. Das war Ray, R-A-Y. Ich bin gespannt, wie Sammys Liste aussieht, so. Ob da sich viele Sachen unterscheiden. Wenn man sich die Konkurrenz anschaut, ein Flowfehler in der Top 100, schon war es das mit dir. Ich find's, wenn du Flowfehler hast, finde ich, hast du auch nichts in der Top 100 zu suchen. Finde ich ehrlich. So, weil Flowfehler ist so, es gibt ja einen Unterschied zwischen Amateur und Newcomer. Weißt du, ich meine? Für mich jetzt. Newcomer ist dann schon, okay, der hat es schon bewiesen mit seinen Skills und mit seinem Stil, so. Amateur ist noch jemand, der in der Ausbildung ist quasi zum Rapper. Und wenn du Flowfehler hast, dann musst du natürlich an deinem Flow arbeiten. Du bist halt in der Ausbildung. Du hast noch nicht diese Basis, dieses Fundament hast du noch nicht so, weißt du? Aber ja, wert alles Code für Level 2, bin verzweifelt, ja. Bruder, du kommst 4,5 Stunden vor Einsendeschluss. Du hattest monatelang Zeit, Bruder. Und jetzt kommst du an und fragst mich nach Code. Wenn dir das so wichtig ist, dann warum hast du das nicht gemacht die ganze Zeit? Oder warum machst du jetzt nicht einfach 60 Euro, Bruder? Ich kann nicht einfach irgendwem, den ich nicht kenne, Bruder. Tut mir leid, ich küsse dein Herz. Du bist bestimmt sehr, sehr korrekt da. Aber meine Codes sind für Leute, denen ich vertraue, wo ich weiß, okay, da bringt mir das auf jeden Fall. Da bringt dir das was auf jeden Fall, wenn du dich bewirbst. So. Ich sehe Potenzial in dir und ich kenne dich und du bist mein Bruder oder meine Schwester, was auch immer. Hier hast du meinen Code. Du musst diese 60 Euro zahlen. Dafür, für unsere Connections, hat sich das jetzt für dich ausgezahlt, du kannst 60 Euro sparen, so. Aber ich kann jetzt nicht einfach meine Codes rausgeben an 16 und hab kein Geld mehr. Seit 3 Monaten konntest du keine 20 Euro im Monat sparen. Es geht ab, ja? Reagierst du auf dieselben wie Sammy? Nein. Ich reagiere auf die Sammy noch nicht reagiert hat. Ich muss eben pissen. Ich bin sofort wieder da. Tür auf. Luft! Okay, let's go. So, wo sind wir? Bei Raka oder Raka. R-A-K-K-A heißt der Bruder. Sieht sympathisch aus. Mal gucken. Ich hoffe, er enttäuscht nicht. Auf welche Reihenfolge? Von links nach rechts, von oben nach unten, Bruder. Darf ich bitte nicht enttäuschen, Bruder. Bitte nicht enttäuschen. Ihr dachtet, ich wär weg. Echt jetzt, aber Raka ist jetzt back. Check es. Kaufe ein Ticket, flieg mit Hostess. Sattler, koche ein, alles Express. Backup in Luxus-Hotels. Kaffa kaputt, wegen zu viel Stress. Telefon klingelt, ich bin vernetzt. Schlaflose Nächte, ich kann nicht mehr pennen. Die Buschere, das du geht doch huja. Ein Prima ist der Hose, so Giro, lecker Pette, huja. Und heute bin ich 24-7 nur am Machen. Dicke Patzen und der Matratze, sie gebockert, huja. Meine Visionen wurden wahr, ach, huja. Ende Blocko, Grida, Alleluja. Ich wollte gerade sagen, das ist doch italienisch, oder nicht? Bruder, als italienisch reinkam, wurde es auf einmal fresh. Auf einmal sein Flow, ganz andere Level und so. Der Anfang war wirklich nicht stark, aber der kann rappen, ne? Der hat was, Bruder. Telefon klingelt, ich bin vernetzt. Schlaflose Nächte, ich kann nicht mehr pennen. Die Buschere, das du geht doch huja. Ein Prima ist der Hose, so Giro, lecker Pette, huja. Und heute bin ich 24-7 nur am Machen. Dicke Patzen und der Matratze, sie gebockert, huja. Meine Visionen wurden wahr, ach, huja. Ende Blocko, Grida, Alleluja. Sono fatto mezzanotte, scrivo testi su un'agenda, chiuso solo in una stanza buia. Sono fatto mezzanotte, scrivo testi su un'agenda, chiuso solo in una stanza buia. Non mi conosci e mi chiami huja. Wen soll ich anrufen? Ruf mal Aaron an. Ich muss wissen, ob der fresh ist auf Italienisch. Anfang war mies schwach, ja, ne? Yo, was geht? Was geht, Fra? Warte, mal eine kurze Pause. Was geht ab? Wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, Bruder. Ich hab gehofft, dass du nicht am Arbeiten bist gerade, dass ich nicht störe. Nee, Bro. Aber guck mal, ich bin gerade live. Auf Twitch. Ja. Wir haben so einen arabischen Italiener hier, also auf dem wir gerade reacten, und ich will wissen, so, ob sein Italienisch fresh ist, wenn er rappt, so, weißt du? Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich das hier einfach spielen kann und das gut hörst, aber ich versuche mal. Warte. Der wechselt so manchmal von Deutsch, Arabisch, Italienisch. Aber sind schon ein paar nice Bars bei, also. Hast du was verstanden? Ja. Ist der gut? Ja, ist halt so, man hört so einen gewissen... Akzent, ne? Ja, Bro. Ja. Aber so inhaltlich? Ja, okay. War okay. Nichts Besonderes? Okay. Ich find's okay, Bruder. Okay. Also nicht krass? Jetzt nicht... Du weißt ja, worauf ich abfahre, so, weißt du? Normal. Ne, aber lyrisch gesehen nicht krass? Ne, jetzt nicht unbedingt, okay, Bro. Okay. Na gut, dann wissen wir Bescheid. Dankeschön, Brudi. Bis gleich, ciao. Danke dir auch. Ciao. Maris. Ciao. Okay, wahrscheinlich war sein Italienisch genauso wie sein Deutsch so, aber dieser Mix ist schon interessant, finde ich geil. Für einen dicken Kapital. Es ist interessant. Ich finde, viel macht seine Person aus, so wie er sich bewegt, wie er guckt, seine Mimik und so, weißt du? Passt sehr gut zusammen alles. Er ist so sehr frisch, so sehr viel heuer. Ja, gut. Ist interessant. Da fehlt mir noch ein bisschen so, aber es gibt Leute, die würden das schon pumpen. Safe. Okay, schöne Grüße an Raka. Ist interessant. Ja, man kann das nicht in zwei Ordner packen, weißt du? Okay, Lego, wer ist nix? I'm proud. Ah, heute kamen noch, guck mal, in diesen zwei Minuten oder so, wo wir neu aufgemacht haben vorhin, kamen 15 neue Bewerber rein, Digga. Das ist krass. Wir haben nur Safari geöffnet, dann Safari geschlossen, dann Google geöffnet, also Chrome, und dann nochmal die Seite geöffnet und da waren 15 mehr Bewerber drin. Oh mein Gott, Bruder. Wir werden nie fertig, weil jetzt sind wir bei dem angekommen, mit dem wir eigentlich anfangen wollten heute, dieser I'm proud. Und ich mach's umsonst. Sammy, gib mal ein bisschen diese Dings, Bewerbergeld. I'm proud, let's go. Mehr sehen, letzte Nachricht, zwei. Ich wünsch mir einen traumlosen Schlaf, nehm einen Zug vom Nikotin und komm der Grauzone nah. Die Gedanken, sie verlaufen im Glas. Nehm einen Schluck und steh einen Schritt vor dem geschaufelten Grab. Ich hab mit Ring unter den Augen bezahlt. Will mein Spiegelbild nicht sehen, ich brauch ne Pause und Schlaf. Dem kleinen Kind von damals trau ich nach. Ich such das Glück und leg mich draußen auf die Lauer zur Jagd. Ich geh mein Weg. Text sehr geil bis zur letzten Bar. Die letzte Bar war leider ein bisschen Lückenfüller oder Zweck rein. Dieses leg mich draußen auf der Lauer für Jagd oder so. Hat nicht so gepasst. Bis dahin wollte ich sagen, Bruder, nicer Rapper. So, auf Takt, Energie ist da, perfekt für den Beat. Gute Doppelreime, gute Inhalte, gute Message. Ist nice. Ich bin mein Weg. Aber dann kommt der rein mit Ich geh mein Weg. Bisschen cringy, Bruder. Beides. Deine Bewegung war ein bisschen cringy, aber auch dieses Ich geh meinen Weg. Oder jeder Mensch geht seinen Weg. Verstehst du? Jeder Mensch geht seinen Weg. Jeder Rapper seit am Beginn der Zeit geht seinen Weg. Wir müssen es nicht nochmal hören. Ich geh mein Weg. Lass mich schauen. Will kein mehr sehen. Letzte Nachricht um zwei. Ich geh mein Weg. Bitte lass mich allein. Ne, ich fand optische Performance von ihm fand ich auch schwach und ich fand die Hook sehr schwach, aber Rap war sehr geil. So, das heißt, er weiß, wo seine Stärken und seine Schwächen sind, arbeitet an seinen Schwächen, so. Will kein mehr sehen, letzte Nachricht um zwei, ich geh mein Weg. Bruder, ich hab mich letzte Woche beworben, hab immer noch nicht gezeigt. Ja, Bro, wir haben gerade in 5 Minuten 15 Bewerber dazu bekommen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis du drankommst, ja? Mal gucken. I'm proud, ja, was soll ich sagen, Bruder? Ich hab eigentlich schon alles so gesagt, was ich dachte. Nicer Rapper. Performance musst du dran arbeiten, Bruder. Ich weh mein Gig. Das ist was anderes. Es gibt aber auch Leute, die schwer in einen Ordner zu packen sind, weil das ist so ein Zwischending, weißt du? Zwischen dem und dem. Aber ja, was soll ich machen? YRA. Gucken. Wir hatten bisher keinen, wo ich sagen würde, safe Top 100. Ein Kandidat oder Kandidatin war so an der Schwelle zu, könnte schon 100 sein. Weiterer Ordner wäre Baba. Aber welcher? Weil, so, wie wird der heißen? Trash is Trash. Interessant, let's see. Ist so, ja, ist okay. Potenzial ist nice. Vielleicht Top 100. Und safe Top 100 ist halt Top 100. Ja, egal. Keine Ahnung. Ich hab keine Zeit. Money on my mind. Porsche und ich slide. Baby, ich hab mal Abteil. Two-door Bentley ohne Roof und ich slide. Two-door Bentley ohne Roof und ich slide. Ja, Drop-Top Lambo ohne Roof und ich slide. Backwood Smoke aus dem Roof, ich bin fly. Sag meiner Bitch, halt's Maul, wenn ich smoke. Rick Owens, denn in mein Fit, no joke.
Ich sag meiner Bitch, halt's Maul, wenn ich smoke, Bruder. Er macht einfach so öffentlich. Ich bin frauenfeindlich, scheißegal. Halt's Maul, du Schlampe, ich bin am Rauchen. Smoke aus dem Roof, ich bin fly. Sag meiner Bitch, halt's Maul, wenn ich smoke. Rick Owens, denn in mein Fit, no joke. Fahr schnell, zu fast, drop heads, no cap. All black, take cash, flieg weg, ich smoke gas. Two hoes am phone, die OT, bone to tone. Mama, ich werd nie mehr broke. Ohne Dach. Nach weiter. Nein, Bruder, es ist leider auch. Guck mal, es gibt in Deutschland eine Fraktion von Deutsch-Rappern, die halt sehr krass diesen amerikanischen Style feiern. Und es gibt nicht viele, die wirklich viel Erfolg damit haben. Die meisten sind halt Underground oder Amateur. Und in diesem Amateurbereich von Ami-Deutsch-Rappern so, ist dieser Song komplett austauschbar, leider auch. So, ist leider nichts Besonderes, Bruder. Muss ich ehrlich sagen. Dubai, neue Watch, ja, keine Zeit. Durch die Nacht, zieh vorbei. Ich hab keine Zeit. Money on. Nee, Bruder, leider nichts Besonderes so. Mir gefällt das Soundbild so an sich, aber musikalisch war es nicht krass so. So, ich verstehe dich, dass du diesen Sound feierst und auch diese Visuals feierst und so. Ich verstehe sofort deinen Turn. Aber war, das muss ja krasser sein, Bruder. Du kannst nicht in einem Genre schlechter sein als viele anderen, die auch noch nicht mal so krass sind oder also nicht mal so weit gekommen sind, weißt du? Und wie hieß der Brown nochmal? Jeder hasst so. Okay, Bro. Zwischen interessant und Le Mülltonne. Aber mehr Letrage, Bruder. Mehr Richtung Letrage. Das war Le nächstes Jahr. Wer weiß, Bruder. Wer weiß. Ja, keine Ahnung. Warte, ich muss mal hier ein bisschen aufräumen, Bruder. Dark, 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 dark. Kein Tag ohne Hustle. Farben der Fabeln schon lange verwaschen. Ich hoffe nur, dass meine Narben verblassen und geradlinig zu einem Mandala verwachsen. Ich bleib reserviert wie die Navajo. Und glaub mir bei Beef und mein Partner, die Calico. Mann, ich weiß nicht für mein Money zu. Lass sie singen wie Guantanamo.